morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, all throughout the ages, you and I, in allen Zeitaltern werden du und ich, will be a very visible display, eine sehr sichtbare Auslage sein, of the endless riches of his grace and kindness, für den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Freundlichkeit. The Bible says that it's God's kindness that leads to repentance. Die Bibel sagt, dass es Gottes Freundlichkeit ist, die zur Umkehr führt. There is a Bible verse that has confronted me a lot many, many years ago. Es gibt einen Bibelvers, der mich vor sehr vielen Jahren immer wieder konfrontiert hat. It's in the beginning of the Gospel of Matthew. Er steht am Anfang des Matthäus-Evangeliums. Today I've come to really love this verse. Heute liebe ich diesen Vers sehr. It's in the context of Jesus teaching us to love our enemies. Er steht im Zusammenhang mit der Lehre Jesu, dass wir unsere Feinde lieben. And to be good to those who are bad to us. Und gut zu denen sein sollen, die böse zu uns sind. It's the context where God lets his sun shine over the good and the bad. In diesem Zusammenhang steht, dass Gott die Sonne über die Guten und die Bösen scheinen lässt. And it actually says, and God is good to the unthankful and evil. Es heißt eigentlich, Gott ist gut zu den Undankbaren und Bösen. This really challenged me. Das hat mich wirklich herausgefordert. Because, let's be honest. Denn, ganz ehrlich, Self-righteousness easily creeps into our hearts. Selbstgerechtigkeit schleicht sich leicht in unsere Herzen ein. When we see people who are unthankful and evil, we don't want to be nice to them. Wenn wir Menschen sehen, die undankbar und böse sind, wollen wir nicht freundlich zu ihnen sein. But God does. Aber Gott tut es. God is kind to the unthankful and to the evil. Gott ist freundlich zu den Undankbaren und Bösen. Isn't that incredible about the nature of God? Ist es nicht unglaublich, wie Gott ist? You and I didn't deserve God's kindness and yet he gave it to us. Du und ich haben Gottes Freundlichkeit nicht verdient und doch hat er sie uns gegeben. So as throughout all the ages you will be displayed. Du wirst also in allen Zeitaltern sichtbar sein. You will not be displayed as somebody who was really sweet. That's why God saved him. Nicht als jemand, der richtig lieb war und Gott dich deshalb gerettet hat. I was just reading in the Gospels just this week. Erst diese Woche habe ich in den Evangelien gelesen. That Jesus was very clear. The sick is who need the doctor, not the healthy. Dass Jesus sehr deutlich macht, der Kranke braucht den Arzt, nicht der Gesunde. And he said it in the context of the self-righteous Pharisees and the sinners. Er sagt das im Zusammenhang mit den selbstgerechten Pharisäern und den Sündern. In the Passion actually it says that the Pharisees were upset because Jesus has defiled himself by being with the sinners. In der Passion-Übersetzung heißt es sogar, dass die Pharisäer sich darüber aufregten, dass Jesus sich durch sein Zusammensein mit den Sündern verunreinigt hat. And if you really study the gospel carefully, wenn du die Evangelien wirklich genau studierst, you'll find out that Jesus was extremely kind to bad people. Findest du heraus, dass Jesus extrem freundlich zu schlechten Menschen war. And he, of course, represented God perfectly. Und natürlich repräsentierte er Gott auf perfekte Weise. Remember, your salvation is not an act of your faith, it's an act of God's kindness. Denke daran, deine Errettung ist kein Akt deines Glaubens, sondern ein Akt der Freundlichkeit Gottes. It's not an act of your faith. Sie ist kein Akt deines Glaubens. You know why? Weißt du warum? You didn't even have the faith to believe. Du hattest nicht einmal den Glauben, um zu glauben. God gave you the faith to believe. Gott schenkte dir den Glauben, um zu glauben. And you know why else? Weißt du weshalb noch? If God is not kind enough to save you, you can have as much faith as you want. You're still going to hell. Wenn Gott nicht freundlich genug ist, dich zu retten, kannst du so viel Glauben haben, wie du willst. Du kommst trotzdem in die Hölle. Isn't it incredible that religion has even made a boast of our salvation? Ist es nicht unglaublich, dass sich die Religion sogar mit unserer Errettung brüstet? I had a friend come to my house once. Ich hatte mal einen Freund, der mich zu Hause besuchte. He wanted me to meet him and his brother. Er wollte, dass ich mich mit ihm und seinem Bruder treffe. So I let them come. Also kamen sie zu mir. About 10 years ago. Das ist etwa 10 Jahre her. They're very nice guys and I'm still friends with one of them today. Es sind sehr nette Kerle und mit einem von ihnen bin ich heute noch befreundet. We don't see each other much because he lives in Goiânia and I live in the northeast. Wir sehen uns nicht oft, weil er in Goiânia lebt und ich im Nordosten. They sat on my couch, these two brothers. Die beiden Brüder saßen auf meiner Couch. And he said to me. Und er sagte zu mir. Pastor, do you know how my brother got saved? Pastor, weißt du, wie mein Bruder gerettet wurde? I fasted for him. I forgot how many weeks he said. Ich habe für ihn gefastet.
Ich habe vergessen, wie viele Wochen er nannte. And I kept fasting until finally he got saved. Ich habe so lange gefastet, bis er endlich gerettet wurde. And I sat there and I thought, so really, like your fasting, your effort gets people saved? Ich dachte, wirklich, du fastest und deine Bemühungen führen dazu, dass Menschen gerettet werden? The only thing that gets you saved is God's kindness. Das Einzige, was dich retten kann, ist Gottes Freundlichkeit. God's kindness made it able for you to believe so that you can actually go to heaven. Gottes Freundlichkeit hat es dir ermöglicht zu glauben, damit du in den Himmel kommst. God's kindness is leading people to repentance. Gottes Güte führt die Menschen zur Umkehr. What would happen if you would fully understand? Was würde passieren, wenn du wirklich verstehen würdest, that every good thing in our life is actually a result of God's kindness? Dass alles Gute in unserem Leben eigentlich ein Ergebnis von Gottes Freundlichkeit ist. I know there are some people who do not like that. Ich weiß, dass es einige Leute gibt, denen dieser Gedanke nicht gefällt. No, there are many good things in my life because I worked hard, I saved up money and I was smart with finances. Nein, es gibt viele gute Dinge in meinem Leben, weil ich hart gearbeitet habe, Geld gespart habe und klug mit den Finanzen umgegangen bin. Really? Wirklich? So what if God's kindness doesn't give you health? Was ist, wenn Gottes Freundlichkeit dir keine Gesundheit schenkt? What if God is not kind enough to give you opportunities to be able to work? Was ist, wenn Gott nicht so freundlich ist und dir keine Möglichkeit gibt zu arbeiten? We need to live with this awareness of being 100% dependent on God's kindness. Wir müssen in dem Bewusstsein leben, dass wir zu 100% von Gottes Freundlichkeit abhängig sind. The more we live in the awareness of God's kindness, the kinder we will be to other people. Je mehr wir im Bewusstsein von Gottes Freundlichkeit leben, desto freundlicher werden wir zu anderen Menschen sein. I found that self-righteous people are very hard with others. Ich habe festgestellt, dass selbstgerechte Menschen sehr hart zu anderen sind. But people who've learned that God's kindness is what sustains them, they're also very kind to others. Aber Menschen, die gelernt haben, dass Gottes Freundlichkeit sie trägt, sind auch sehr freundlich zu anderen. So you are not going to be in this play because of what you did. Du wirst also nicht aufgrund dessen, was du getan hast, als Auslage dienen. It's his kindness that's going to be on display. Es ist seine Freundlichkeit, die zu sehen sein wird. And his kindness is endless. Und seine Freundlichkeit ist unendlich. See you tomorrow. Bis morgen.